Herzlich willkommen bei Kameinander ganzheitlich. Heute geht es um das Hormon DHEA. Das ist auch ein sehr interessantes Hormon in der bioidentischen Hormonbehandlung und für mich als Therapieoption für meine Patienten sehr wichtig. Ich habe ja schon ein Video über das Preckinenolon gemacht. Das Preckinenolon wäre die Vorstufe vom DHEA. Und ich kombiniere diese Hormone auch häufig. Warum ist das eine Idee in der Therapie, in der ärztlichen Therapie, solche Hormone in Erwägung zu ziehen? Und da zeige ich hier mal kurz ins Bild einen meiner Vorträge hier auf YouTube, Hormone, Prävention, Substitution, Klimakterium, Menopause, Alter. Das kannst du dir gerne auch nochmals anhören. Ich schalte es mal ein, ob das funktioniert. Hormones D, des Hormones Vitamin D. Und es ist so, dass bei den Männern der hormonelle Zerfall, sage ich jetzt mal, langsamer vonstatten geht. Das sind die Lebensjahre hier. So, und das sind die Hormone. Und zwar ungefähr 1% pro Jahr ab dem 30. Lebensjahr. Hier haben wir das 80. So, abwärts geht's. Und bei der Frau ist es so, die schwankt dann so mit 30, 40, solange sie noch ihre Menstruation hat. Und dann eines schönen Tages setzen die Wechseljahre ein. Und dann geht es dann auch relativ schnell runter. So, hier haben wir vielleicht das 45. Lebensjahr. So kann man es ungefähr sehen. Die Frauen merken das dann in Form eines Klimakteriums. So. Hier habe ich jetzt einen kleinen Ausschnitt mal gezeigt aus diesem Video. Ich verlinke das dann unter diesem Video hier. Dann kannst du dir das auch nochmals anschauen. Das finde ich hochspannend. Das ist ein Fachvortrag über die bioidentische Hormontherapie und über das DHEA natürlich auch mit hineingenommen. So, warum ist das DHEA eine Option? Was ist an dem DHEA so besonders? Es ist mal wichtig zu wissen, dass bei der Frau ungefähr 40% des DHEAs und beim Mann auch 40% des DHEAs in den Geschlechtsorganen gebildet werden, also bei der Frau in den Ovarien, in den Eierstöcken und beim Mann in den Hoden. 40%. Die restlichen 60% werden in den Nebennieren gebildet. Das ist auch schon mal wichtig zu wissen. Und auch bei Nebennierenschwäche, bei Stress, bei Erschöpfungssymptomen und Syndromen kann es dann sein, dass das DHEA auch dann nachlässt, weil eben die Nebenniere auch geschwächt ist und häufig sind auch die Geschlechtsorgane geschwächt. Und im zunehmenden Alter, also bei der Frau nach den Wechseljahren, weil da die Ovarien dann nicht mehr funktionieren, so ist es nun mal, aber auch die langsame Abnahme im Laufe des Lebens der Nebennierenproduktion nimmt die DHEA-Produktion normalerweise dann doch ab bei uns Menschen. Und da man eine direkte Verbindung in der Literatur jedenfalls herstellt zwischen den guten DHEA-Werten und einem langen Leben, also es spielt da auch eine Rolle, wäre es natürlich eine Möglichkeit, mal an DHEA zu denken. Und DHEA kann auch das menschliche Wachstumshormon, das Human Growth Hormon, anregen. Und das Wachstumshormon wurde auch als hormoneller Jungbrunnen häufig bezeichnet. Ich möchte ganz kurz zwischendrin sagen, dass ich für diese Inhalte hier keine Verantwortung übernehme und dass immer eine Konsultation beim Arzt hier wichtig ist. Beides sind verschreibungspflichtige Hormone und Behandlungen und da ist es dann schon wichtig. Es ist hier einfach nur ein Aufklärungsvideo über Dinge, über Tatsachen, die in der Literatur verzeichnet sind. Also DHEA kann auch das Wachstumshormon, die Wachstumshormonproduktion
günstig beeinflussen. Und es ist jedenfalls so, dass viele Schöne und Reiche aus Hollywood oder weiß Gott was, natürlich DHEA zu sich nehmen, als Anti-Aging-Therapie, aber auch tatsächlich Wachstumshormone, das weiß ich. Ja. Auch viele Sportler, das sind nicht die Profisportler, die dürfen das ja nicht, aber viele andere Sportler machen das manchmal, um einfach mehr Power zu kriegen. DHEA, Vorschube vom Testosteron, aber auch das Human Growth Hormon. Und das kann da also dann auch positiv wirken. DHEA beeinflusst auch oder kann auch positiv das Immunsystem beeinflussen, kann Krebs und Arthritis zu verhindern, versuchen, also man kann das versuchen, prophylaktisch einzunehmen, dass es verhindert wird. Und es kann auch nützlich auf das Herz-Kreislauf-System wirken. Und es hat auch, kann auch gute Auswirkungen auf das HDL-Cholesterin, das gute Cholesterin haben. Und das schlechte Cholesterin kann auch positiv beeinflusst werden, möchte ich sagen, indem es die Oxidation verhindert wird, was wiederum die Koronararterien schädigen kann. Ja. DHEA kann auch günstig auf die Fettverbrennung wirken. Und wahrscheinlich kann es dann auch günstig, sage ich mal zusätzlich, ne, günstig auf eine Gewichtsabnahme wirken, weil es auch auf die Insulinbalance im Körper eine Wirkung haben kann. Natürlich muss die Anwendung vom DHEA wirklich beachtet werden. Und da darf ich jetzt tatsächlich auch nochmals einen Vortrag aufschlagen von mir und zeigt es auch nochmals. Da nämlich, wenn einfach nur solche Hormone eingenommen werden, dann kann es sein, dass eben, zeig mal das Bild hier nochmal in die Kamera, dass eben die anderen Hormone angeregt werden und es dann zu einer, zeig es gleich mal hier. Hier sieht man es. Hier zu einer Dysbalance kommen kann. Hier muss DHEA. Okay. Hier wird aus dem Cholesterin wird das Pregnenolon gebildet und das Vitamin E und dann hier das DHEA. Aus dem DHEA wird dann das Androstendion, Östron, Östradiol, Testosteron, Dihydrotestosteron gebildet. Und es kann natürlich sein, dass wenn ein Mann DHEA einnimmt, dass er zu viel Östrogene bildet oder wenn eine Frau DHEA einnimmt, dass sie zu viel Testosterone bildet. Und das muss überwacht werden im Labor. Das ist ganz wichtig. Ja. Es gibt auch noch so einen kleinen Trick. Und zwar, indem einfach ein 7-Keto-DHEA eingenommen wird, das wird dann mehr oder weniger nicht verstoffwechselt in die darauffolgenden Hormone. Das wäre noch so ein Trick, das ist ein bisschen harmloser, möchte ich mal sagen. Was gibt es noch zu sagen? Ich teste die DHEA-Hormonbildung im Labor. Die Werte. Ich teste auch Pregnenolon, Östron, Östrogen, Pregnenolon, Testosteron, Dihydrotestosteron, Cortisol und so weiter. Ich kreuze die ganzen Hormone an, dann sehe ich genau, was Sache ist und dann kann man die Dosierung hier wunderbar dann anpassen. Ich verschreibe immer sehr wenig DHEA, so 10 bis 15 Milligramm in eine Kapsel, meistens kombiniert mit Pregnenolon zusammen. Da sind wir dann auf der sicheren Seite. Habe allerdings auch bei diesen niedrigen Dosierungen schon eine zu starke Aufnahme, möchte ich mal sagen, gesehen. Dann habe ich die noch mehr reduziert. Meistens jedenfalls passt das. Aber wie gesagt, ich habe da auch schon bei meinen Patienten eben diese Dysbalancen gesehen, die daraus entstehen. Deswegen ist natürlich so eine bioidentische Hormonbehandlung immer nur unter ärztlicher Aufsicht zu machen und auch unter den entsprechenden Kontrollen. Häufig kann eine Nebenwirkung vom DHEA auch sein, zum Beispiel Akne. Das ist auch ganz oft bei Testosteronsubstitution so. Ja. Da muss man also, wie gesagt, aufpassen. Und da wäre dann das 7-Keto-DHEA doch eine Idee, hier umzusteigen.
Die wird nämlich dann, wie gesagt, nicht in Testosteron oder Östrogene umgewandelt. Ob man es morgens oder abends einnehmen soll, das ist Ansichtssache. Viele Therapeuten sagen, abends soll man es einnehmen. Ich gebe es meinen Patienten auch häufig morgens in Kombination mit Pregnenolon und habe da gute Erfahrungen mitgemacht. Dann wäre es auch wichtig, noch zu sagen, dass es eine hohe Qualität haben soll. Ich lasse das in bestimmten Apotheken per Rezept herstellen für meine Patienten. Also sie kriegen ein Rezept und das wird an die Apotheke eingereicht und die stellen es dann individuell für den Patienten her als Creme oder als Kapsel. So viel zum DHEA. Man kann also im Internet noch viel Literatur aufschlagen im Internet über diese Geschichte. Vielleicht noch ein Wort zum Schluss. Diese ganzen Hormontherapien aus Pregnenolon, Östron, Östrogene, Progesterone, Testosterone etc. gibt es alles auch als homöopathische Therapie. Zum Beispiel in der D4 oder in der D30, C30 als Creme oder als Globuli. Und da kann man dann auch etwas mitmachen. Also man kann hier auch in den homöopathischen Sektor reingehen. Das ist dann verschreibungsfrei. Auch hier immer bitte den Arzt oder Heilpraktiker vorher fragen. Aber hier kann auch dann was getan werden. Ich kombiniere das häufig oder ich fange mal mit der homöopathischen Hormontherapie an, möchte ich sagen. Und das finde ich persönlich auch eine ganz, ganz tolle Sache. Immer, insbesondere bei jüngeren Menschen, Männern, aber auch Frauen, bei Menstruationsbeschwerden etc., kann man hier natürlich schön auf der energetischen, feinstofflichen Ebene schon mal beginnen zu therapieren. Und das ist ja, ich will mal sagen, das ist nebenwirkungsfrei oder ich sage so gut wie nebenwirkungsfrei, da ist ja Homöopathie darstellt. Also, dann sage ich mal, vielen Dank fürs Zuschauen und Zuhören und bis zum nächsten Mal.